Four people, including a terrorist, have been killed after multiple attackers opened fire at various locations in Vienna. The Austrian government described the incident as well-planned and repulsive Islamist terror attack. In the latest, the country's interior ministry has confirmed that it was an Islamist terror attack. The ministry said that the attacker, who was shot dead by the police, was an ISIS sympathizer. At least one of the terrorists is still on the run. A massive manhunt has been launched in Vienna to nab the terrorist. Videos circulating on the social media show the terrorist shooting incessantly. Residents were being warned to stay away from the center of the city as authorities reinforced the border checks. Morgen weiter, und das hängt sehr stark von der heutigen Nacht ab. Es ist der Polizei gelungen, einen Täter auszuschalten, aber es sind mehrere Täter nach wie vor auf der Flucht. Der Polizeieinsatz läuft auf Hochtouren. Wir haben als Bundesregierung entschieden, dass der Objektschutz in der Bundeshauptstadt Wien jetzt auch vollständig von dem Bundesheer übernommen wird, damit die Polizei wirklich alle Kräfte zur Verfügung hat, um nach den Terroristen zu fahnden und diese auch zu fassen bzw. auszuschalten. Aber ich bitte die Bevölkerung, zum einen zu Hause zu bleiben, beziehungsweise, wenn sie an einem sicheren Ort sind, anderswo dort zu bleiben, die Nachrichten zu verfolgen und, ob es möglich ist, morgen in der Früh ganz normal das öffentliche Leben aufzunehmen. Das wird sehr stark von der heutigen Nacht abhängen und ob es gelingt, die Verdächtigen zu fassen bzw. auszuschalten. Es ist natürlich eine sehr angespannte Sicherheitslage, insbesondere in der Bundeshauptstadt Wien. Es ist ein Täter ausgeschaltet worden, aber mehrere Täter anscheinend hier nach wie vor unterwegs. Die sind auch, so wie wir das derzeit verfolgen, sehr gut ausgerüstet, automatische Waffen, also sehr professionell vorbereitet. Es ist definitiv ein Terroranschlag. Es gibt mittlerweile 15 Opfer, die verwundet sind und derzeit in den Spitälern behandelt werden. Es gibt einen Polizisten, der angeschossen wurde, Gott sei Dank aber außer Lebensgefahr ist. Und insofern nach wie vor eine relativ unübersichtliche Situation. Die Einsatzkräfte, insbesondere auch Spezialeinheiten wie die Cobra, sind derzeit auf Hochtouren im Einsatz und verfolgen die Tatverdächtigen bzw. versuchen sie ausfindig zu machen. Und solange die Gefahr nicht gebannt ist, gilt natürlich für alle Menschen, zu Hause zu bleiben, sich nicht in Gefahr zu begeben, indem sie auf die Straße gehen. Ich hoffe, dass es in den nächsten Stunden möglich sein wird, die Gefahrensituation zu beenden und morgen das öffentliche Leben wieder aufzunehmen. Aber ich bitte alle Menschen, die Nachrichten zu verfolgen, auch die, die heute schlafen gehen, morgen in der Früh, bevor sie außer Haus gehen, noch einmal dringend die Nachrichten anzusehen und hier eine aktuelle Einschätzung auch zu bekommen.